hier fehlt? Was? Hast du das nicht gemerkt, was ich gerade gemacht habe? Ich hab's gemerkt. Genau, Sound fehlt. AMG-Paket kriegen wir ja hier. Und da haben wir ja eine schöne Aussparung. Und dieser Auspuff verschwindet ja da drinnen. Und wir haben noch ein Problem, es ist nicht laut. Und ein AMG-Auspuff ist sauteuer. Kann sich doch kein Mensch leisten. Aber Novus hat natürlich was Schönes gebaut. SLK R170 für den 200er, 200K, 230 mit EG-Betriebserlaubnis. Ganz wichtig. Ihr wisst ja, ich werde damit fahren. Ich bin ein potenzieller Typ, den man gerne anhalten würde. Nicht, dass ich sehr oft angehalten werde. Das sagt ja keiner. Aber bei so einem Auto mit einer Tieferlegung, mit so einem Auspuff, da wird man aber gerne mal angehalten. So sieht das Ganze aus. Alter, mal schauen, was du sagst. Und mal gucken, was ihr sagt. Alter, ich pack das aus. Ne? Ich pack das jetzt aus. Ne? Vorher-Nachher-Sound. Davor den Sound, ich hoffe, ihr habt es gehört, weil er gab gar nichts zu hören. Das hat man gehört, glaubt mir. Man hat nämlich gar nichts gehört. Ja, deswegen ja. Sieht schon alles eingebaut in den SLK. Sieht ordentlich aus. Das ist viel. Dazu kommen wir noch. Wow. Hier haben wir noch mal einen Stück, falls das ein anderer ist. So, so sieht das Ding aus. Sowas sieht man doch gerne hinten rausgucken. Genau. Wir haben uns natürlich für die Variante entschieden. Guck mal, wie bei dem AMG, wie bei dem Originalen. Schräg abgeschnitten und 2x76er Durchmesser. Novus hat natürlich fast, was man will. DTM-Look, gerade ein Rohr, Doppelrohr. Wenn ihr wollt, machen die sogar vier Rohre, wie ihr wollt. Ihr könnt es eintragen, ihr könnt auch damit rumfahren. Das ist das Geile bei Novus. Und jetzt hier, Eidosch, das ist die hintere Stoßstange. Und so wird das Ganze rausschauen. Muss man von oben filmen. Ist das geil? Geil oder geil oder geil? Ist doch viel schöner aus. Man sieht schon, du bist zufrieden. Ne? Ja, natürlich. Weil ich möchte, dass das Gesamtpaket geil aussieht. Und wenn ich so einen Auspuff drunter habe, ihr müsst euch ja auch vorstellen, wenn dieses AMG-Paket drauf ist, plus, ihr wisst ja auch noch nicht, was für Felgen da dran kommen. Weil Tieferlegung habt ihr ja gesehen. Ich habe ja ein bisschen hochgeschraubt. Alter. Ja, habe ich bemerkt. Mhm. Sieht auf jeden Fall besser aus. Vorher sah das aus, als würde es drauf sitzen. Ja, aber ich meine, der hat sich wieder hingesetzt. Also das sieht wieder ein bisschen tiefer aus. Also ich kann es noch ein bisschen hochschrauben, hier kann ich noch ein bisschen runterschrauben. Und jetzt achte mal, wenn du das und das vergleichst hier. Ich will den jetzt nicht runter tun. Aber guck doch mal, wie schön das aussieht. Das sieht doch einfach edel aus. Okay, der ist jetzt ein bisschen krumm. Ja, das muss man eingebaut sehen, oder? Wenn das jetzt einbauen. Gucken, wie das mit der Stoßstange aussieht. Geil. Ja, dann machen wir mal hin. Das ist ja Hammer hier, ne? Einfach zwei Gummis ab. Eine Schelle ab. Aber das Geile ist, die Schelle ist nicht mehr da. Alter, achte mal. Die Schelle hat dir schon von Anfang an gefehlt. Die hat aber ein bisschen rausgeblasen. Oh. Ja, ist doch schön. Weniger Arbeit für mich. Die war gar nicht dran. Ja, ich glaube, die Cut-Mafia brauchte eine Schelle. Oh, das kann sein. Ja, und jetzt hoffe ich mal,
Ach, guck mal. Der wird uns doch gar nicht ärgern hier. Guck mal, ein bisschen krumm machen. Und dann kommt das schon. Okay. Er braucht ein bisschen Liebe. Ey, pass auf, der fliegt gleich auf den anderen. Hä? Nicht, dass er auf den schönen fällt hier. Kann er nicht. Okay. Was ist denn jetzt? Weiter. Oh. Was ist das? Das war's schon. So. Ja, schon Passgenauigkeit wird schon genau sein. So, wir haben hier nur das Ding hier. Muss das ab? Ha? Muss das ab? Das muss ich ab. Die Schrauben sind hier tot. Wir werden aber eine Folie nehmen. Machst du das nicht nochmal dran? Kann man das nicht nochmal dran? Nee, das nehme ich nicht mehr. Das war oldschool. Jetzt machen wir eine Folie drüber. Folie? Zeig ich dir gleich. Machen wir hier eine schöne Folie rein. Ich mache noch hier ein bisschen sauber. Und dann werde ich das noch mit Unterbodenschutz noch einsprühen. Tja. Ja, ein bisschen sauber machen. Also Hitzeschutzfolie habe ich drauf gemacht. Sieht doch ein bisschen besser aus. Und wackelt nicht mehr. Weil wenn die irgendwann kaputt gehen, wir können die wieder festmachen. Und dann hast du wieder das Problem, dass es wackelt. Und das hört ihr im Auto. Und ich hasse dieses Geräusch. Bei meinem Auto darf nichts rappeln. Nichts wackeln, nichts rappeln. Ich hasse das. Das geht gar nicht. So, machen wir das Neue schon rein. Guck mal. Guck mal, wie der passt, Eidolchen. Guck mal, wie der passt. Das ist doch Qualität. Gum-Gum nennt man das. Kennst du das, Eidosch? Ja, du hast immer wieder mal gesagt Gum-Gum. Ich habe das schon mal gehört. Ey, das habe ich in meiner Azubi-Zeit so geliebt. Ne? Echt jetzt? Ja, und ich liebe das so ohne Handschuhe, so wenn es dann später trocknet. Das liebe ich einfach so, zack, zack. Ey, ihr glaubt es nicht, das bringt sowas von. Macht nur damit. Macht es nicht ohne. Weil wir möchten, dass der Auspuff so schön wie möglich sich anhört. So, jetzt schiebe ich den rein. Bam. Zack. Das genießt. Können wir das nicht an einem anderen Auto klauen? Was denn? Diese Gummis. Was willst du, warum willst du was klauen? Hm? Was stimmt nicht mit dir? Ja, vielleicht warum liegt hier irgend so ein Auto rum, der dich nicht braucht oder so. Hier da draußen sind doch so ein paar. Ja, ich sag ja nicht von fremden Autos, ich sag ja nur von deinen. Hier, irgendwelchen. Naja, ich habe nichts gesagt, okay? Ist auch besser so. Ich sehe schon, das wird nicht gut enden. Das geht tiefer. Nur wir wollen das ja nicht. Das heißt, Auspuff müssen wir einstellen, je nachdem, wie unsere Stoßstange ist. Das heißt, guckt er ein bisschen weiter raus, geht ein bisschen mehr rein und das werden wir jetzt machen. Also werde ich jetzt erstmal ganz wenig festziehen. Aber das sieht doch schon, was ein Auspuff ausmacht. Ne? Also schreibt mal bitte in die Kommentare, was für euch am Auto das Wichtigste ist. Was meint ihr? Macht Tieferlegung viel für euch aus? Macht eine Auspuffanlage viel für euch aus? Scheibentönung oder Fuchsschwanz oder so. Man kann auch mehrere Sachen sagen, oder? Natürlich. Der ist ja noch nicht komplett fertig, ne? Also, weil ich das Gefühl habe, was denn? Dass die Auspuffanlage sehr, sehr weit hier drüben ist. Aber das wirst du ja besser sehen, oder? Wenn
Heckstoßstange dran ist. Ja, also ich habe das Gefühl, dass die Auspuffanlage sehr, sehr weit hier drüben ist. Hä? Ja, ich sehe doch schon. Warum? Das Ding hier ist krumm. Der hat ja so einen Unfall gekriegt und du weißt ja beim Auspuff hier, siehst du ja? Da. Mhm. Darum ist dein Auspuff auch so geradeaus. Ah, der muss doch ein bisschen hier rüber. Ist das Teil hier schief oder wie? Nee, warte mal. Mhm. Ja. Die Teile da oben sind schief. Die da oben. Kann man das ein bisschen richten? Ja, kann man bestimmt. Zellkanal brauchen wir aber. Da oben könnten wir ein bisschen hauen und dann könnten wir den noch ein bisschen hier rüber schieben. Aber ist ja nicht schlimm. Das werden wir noch einstellen, weil ich den Cut ja sowieso noch einbauen muss. Und Cut habe ich ja noch nicht da. Wir haben den jetzt nur erstmal provisorisch geschweißt gehabt, aber jetzt werde ich die Stoßstange da machen. Das noch eingestellt. Ne? Genau die Höhe. Nicht mehr. Ist gut. Das ist perfekt. Jetzt die Stoßstange, das Ding schön gerade machen. Das sieht doch geil aus. Soundcheck. Ich will jetzt Soundcheck haben. Ohne Schelle? Die Schelle ist doch schon dran. Ach, hast du schon dran gemacht? Ja, natürlich. Was meinst du jetzt an Sound? So legalmäßig? Ja, legal, aber trotzdem das gewisse Etwas. Man hat gar nicht gesehen, dass es dir gefällt. Gar nicht. Also ey, das ist ein... Was kostet der? 250 Euro bei Novus oder 300 Euro? So in den Dreh, es gibt ja verschiedene. Und wir haben nur Endtopf. Und wir haben so einen Sound. Das ist doch schön. Passgenauigkeit, mit Genehmigung, einfach draufklatschen und Spaß haben. Fertig. Aber ihr habt ja auch gerade ohne Cut mit diesem Schalldämpfer gehört und jetzt auch ohne Cut, aber mit dem gehört. Das ist gut. Ich habe mir einen Cut bestellt, kommt noch. Keine Ahnung. Die Cuts werden erstmal hier geklaut und danach irgendwohin verschifft und von da kaufen wir die Cuts wieder zurück. Was für ein System, ne? Mhm. Das ist so, leider. Ja, und deswegen, das dauert noch ein bisschen. Danach kann man sowieso noch einstellen. Vier Zylinder. Der soll sich nicht anhören wie ein Sechszylinder. Vier Zylinder mit so einem angenehmen Sound. Super. AMG-mäßig. Das reicht. Ja. So. Was machen wir noch? Achso, die Stoßstange halt durch. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz. Bis dann. Ciao.